Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Mit meinem Freund Tobias sitze ich noch immer am grünen Tisch. Yep. Und wir machen jetzt einen Ninjago die zweite, ein Funpack. Ja. Mit einem Samurai. Und einem was? Charakter, der wie heißt? Nya. Nya was? Nya. Nya. Kenn ich auch nicht. Also die. Ich habe ja ein paar von geguckt, aber. Nya. Kenn ich auch nicht. Okay. Wenn ihr das wisst, in die Kommentare. Ja. Wie schreibt er sich? Ja. Ja. NYA. Ja. Das meistgesagte Wort auf der Welt. Wie geht's dir? Ja. Genau. Ja. Hey. Witzig. So schnell geht's da nicht. Wobei die Funpacks dann schon etwas kleiner sind. Die Funpacks sind ja immer kleiner, die sind ja halt nur zum Spaß haben. Die da hat sogar zwei Gesichter. Da gibt es dann keine Downloads bei, oder? Nein, bei Funpacks eigentlich seltener. Also bei Lego City gab es jetzt eins, aber. Ah. Ah ja, die hatten wir ja auch schon, Lego City. Stimmt, stimmt. Komm noch. Wobei ich es sehr irritierend finde, dass es ein Lego-Spiel, Cindy City, genau, Lego City Undercover gibt und dann ein Lego City Undercover, beziehungsweise ohne Undercover, ne? Oder war das nur Lego City? Nur Lego City, ja. Da würde mich interessieren, ob man die Story aus dem Videospiel in Kurzform nochmal spielen durfte. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob du Lego City Undercover kennst. Kann ich dir nur empfehlen, das Videospiel übrigens für die Wii U. Ja. Das ist wirklich sehr gut. GTA ist auf der Liste. Es ist sehr riesig. Ich weiß ja nicht, ob du mal GTA gespielt hast, aber ja, ja. Das in der Lego-Welt, klar, jetzt ohne rumballern, ist logisch. Aber es ist schon sehr imposant. Es ist riesig. Und du hast an jeder Ecke irgendwas zu tun, was man natürlich nicht von Anfang an machen kann. Also es gibt da wieder. Ja, das ist ja normal. Orte, die man öfter besucht und ohne Multiplikator hast du die A-Karte. Ich auch mal ein Let's Play von mir. Schon. Ja, guck. Das ist nur. Mit zwei Schwertern. Ja, wir können das. Eins reicht ihr nicht. Na, wenn eins kaputt geht. Ja, lieber besser so weit. Genau. Zerbricht gleich und kaputt. Aber immerhin wird man auch vorgewarnt. Ja. Aber die Vorwarnung kommt doch relativ kurzfristig, oder? Geht, geht. Opa. So drei, vier, fünf Schläge heizt es dann noch raus und so. Kann ja noch reichen für so manchen Fiesling. Mhm. Ja, beim Masterschwert ist es ja anders. Ist dann die, nur die Energie zur Neige und dann lädt sich die wieder auf. Diese Energie gibt es bei Wind Waker Gott sei Dank nur beim Schwimmen. Aber auch da ist sie nervig. Ja klar, du sollst ja das Schiff benutzen. Ne? Mhm. Nicht einfach sagen, ich lasse dich jetzt da stehen, ich hau. Richtig. Das fand ich am Anfang sehr irritierend, wo du die ersten Sachen sammeln musstest. Bevor du das nicht hast, kannst du nicht einsteigen. Doch, kann ich. Aber du lässt. Kann man schon, ja. Weil ich wollte dann wieder abfahren, weil ich mir dachte, du bist wieder auf der falschen Insel. Bevor du das nicht hast, kannst du nicht los. Ja. Auch wieder so ein Unding. Das finde ich bei Breath of the Wild ja schön. Du merkst es selber, wenn du die Wand nicht hochkommst. So ist es. Oder wenn du noch nicht bereit für die Aufgabe bist. Genau, da wirst du nicht darauf hingewiesen. Das ist dann so. Ja. Muss ich das. Ach so, oh, warte mal, das wird jetzt ganz spannend. Er muss so runterklappen. Und rumdrehen. Okay. Okay. Operation erfolgreich. Ein Patient tot. Arme ab, Beine ab. Aber das habe ich verkehrt rum irgendwie. Nee, kann er. Hey? What? What ist los? Den soll man schräg hinstellen können. Das kann ich nur, wenn ich diese Seite nehme. Ja. So, dann habe ich aber das Problem.
Dass da die dass diese Beine falsch sind. Genau. Das heißt, ich werde das nochmal umoperieren müssen. Herr Doktor Tupfer? Ich kann ja schon mit den Armen da bauen. Ja, einen habe ich schon. Ach so, ja. So musst du auf der anderen Seite mal gucken. Ja, es ist manchmal nicht so einfach. Ach, der kommt dahinter, okay. Ja, das ist schön, wenn man zu zweit war, oder? Nein! So. Ich glaube, jetzt ist es richtig. Glaubst du auch nur? Es ist es nämlich nicht. Mist. Dass man sich an einem Bein doch so lange aufhalten kann. Pause, Musik. La 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 la. Pause, Musik. Ist ein Lied von Kapelle Peter. Wer es nicht kennt. Das ist 100 Pro falsch, was ich hier mache. Ja, sicher. Jetzt weiß ich. Oh Gott. Kann ja auch wieder zurückgehen. Wie hätte ich das denn so? Nein, ich weiß nicht. Der guckt hier da. Ja. Weiter rein. Na, danach gehe ich jetzt gar nicht. Ich mache es jetzt aus dem Kopf. So. Ach. So, wie man es machen sollte. Alles nur in meinem Kopf. So, das kommt. Wir werden länger dort geblieben. Nein! Ah, ist es. Ja, danach gehe ich aber nicht, weil mich das gerade irritiert. Falsch. Ja, natürlich ist das falsch. Das gibt's doch gar nicht. Wie soll das denn funktionieren? Lass es bitte mal so, sonst komme ich nämlich total durcheinander. So, das muss ich einmal rumdrehen, ja. So, jetzt wird ein Schuh draus, im wahrsten Sinne. Dann kommt der da rein. Der kommt so darum, okay. Und der kommt da dran. Der ist richtig, der ist auch richtig und der kommt so daran. So, jetzt haben wir's. Yeah! Big Boss. Bums. Jetzt kannst du die Arme dran machen. Ja, das ist wirklich riesig. Wahrscheinlich habe ich nur rechts und links vertauscht vorhin. Ja. So. Du hast rechts und links vertauscht, richtig. Ja, alles gut. Ich gehe mich vergraben. Ach, Quatsch. Ja. Jetzt habe ich das mal hier mit den Armen. Wir setzen das mal fort. Ja, genau. Es wäre nicht so, als ob wir aus unseren Fehlern gelernt. Ach. Das Problem ist, dass dieser Arm nur eine Ausrichtung hat hier, dieses Kugelgelenk. Das ist ja, das Problem. Genau. Das sieht man auch im ersten Blick nicht. Und deswegen hatte ich mich auch verdammt. Ja, vor allen Dingen weiß er auch nicht. Ich vermute mal, dass das. Wie das Sonder dran kommt. Genau, hier ist es richtig. Ja, die eine Seite war richtig, aber die andere Seite war falsch. Mhm. So. Ja, das sieht gut aus. Ja, das haben sie auch doof dargestellt. Also, Lego, das könnt ihr besser. Da hätten sie so einen Hinweiskreis drum machen müssen. Bitte achtet auf die Ausrichtung. Ja, demnächst schicken sie uns erst die Anleitung und die auf. Wir sollen das mal aufbauen. Dann Kritik. Wir versehen das dann mit Markierungen entsprechend. Genau. Haben die das nicht sogar gemacht? Einmal nach dem Motto, hier bitte achten oder so? Ja, richtig. Irgendwo gab's das doch. Irgendwo hatten wir das mal, ja. Das ist doch auch verkehrt. Warum? Aber das ist richtig. Aber das Schwert zeigt doch dann nicht in die Höhe, oder bin ich da jetzt doof?
Ach so, wenn er die Arme unten hat. Er soll ja. Ah. Okay. Und dass er zur Ort zur Seite hat, sticht er sich selbst sozusagen. Da fehlt noch was hier, sein Hörnchen hier. Sein Helm. Helm ist gut. Seine zwei Stechen. Ist aber wirklich riesig. Ich finde auch, dass er so groß ist. Kommt er auf den Ständer? Das ist so eine richtige Rüstung. Ne? Kämpfen die zusammen oder gegeneinander? Das ist sein Team, hallo? Also gegeneinander. Ein Zeitvertreibungsteam. Ist wahrscheinlich ihre große Rüstung. Ja genau, der schlupft da rein, wenn es eng wird. Sie. Ach, sie? Oh. Okay. Ja. Sie. Wisst ihr Bescheid. In diesem Sinne, das war Ninjago Teil 2. Noch einer? Kommt noch ein Ninjago? Nee, im Moment nicht. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Alles klar. In dem Sinne. Ciao. Tschüss.